In der Welt von One Piece werden besonders starke Schwerter in Rängen eingeteilt. Könnerschwerter, Meisterschwerter, Königsschwerter und Drachenschwerter. Unser aller Lieblingsschwertkämpfer Zorro bekommt wie alle anderen Protagonisten immer wieder Power-Ups. So werden mit der Zeit auch Zorros Schwerter stärker. Und ich bin mir sicher, dass er am Ende 3 Drachenschwerter besitzen wird. Welche dies sein könnten, erzähle ich euch nach einem kurzen Intro. Wie jeder Strohhut benötigt auch Zorro Power-Ups. Wie könnte das bei Zorro besser aussehen, als immer stärkere Schwerter zu bekommen? Am Ende stehen ihm sicherlich 3 Drachenschwerter zur Verfügung. Allgemein gibt es in One Piece 4 Schwertringe. Die Könnerschwerter, die Meisterschwerter, die Königsschwerter und die stärksten aller Schwerter, die Drachenschwerter. Aktuell besitzt Zorro das Könnerschwert Kitetsu der 3. Generation. Somit gehört dieses zu einem der schwächeren Schwerter. Hier liegt es nahe, wie dieses Power-Up aussehen könnte, denn momentan ist Ruffy auf Wano im Besitz des Kitetsu der 2. Generation, einem Königsschwert und somit 2 Ränge über Zoros Kitetsu. Da Ruffy in Zukunft sicherlich nicht mit einem Schwert kämpfen wird, könnte es durchaus gut sein, dass Zoros Kitetsu in Wano kaputt geht und er das Kitetsu der 3. Generation einfach mit dem der 2. austauscht. Die nächste logische Möglichkeit wäre hierbei, wenn er dieses dann irgendwann durch das Kitetsu der 1. Generation austauscht. Bei diesem Schwert wissen wir aber bis dato nicht wirklich, wo er stecken soll. Eine Theorie lässt vermuten, dass er sich im Besitz des Goroseis, welcher an einen Samurai erinnert, befindet. Denn anhand verschiedener Baumerkmale kann man erkennen, welcher Schwertschmied welches Schwert geschmiedet hat. Hierbei zum Beispiel der Schwertgriff oder der Handschutz, welcher sich kurz vor der Klinge befindet. Diese haben oft ein bestimmtes Muster, welches ein Schwertschmied sozusagen als seine Unterschrift auf dem Schwert hinterlässt. Und so hat zum Beispiel sowohl das Kitetsu der 3. als auch das Kitetsu der 2. Generation ein Stichblatt oder zu japanisch Tsuba, wie man den Handschutz dort nennt, in Form eines Kreuzes. Und wir haben beim Schwert des Goroseis gesehen, dass das Tsuba seines Schwertes eben genau die Form der beiden anderen Kitetsus besitzt. Früher hatte Zorro mal das Yubashiri, welches ein Meisterschwert ist und somit einen Rang höher als sein momentanes Kitetsu-Schwert. Dieses Schwert bekam Zorro in Logetown vom Schwertladenbesitzer Tanne geschenkt, da er von Zorro sowas von beeindruckt war. Das Yubashiri ist dann während des Kampfes mit Marinekapitän Zhu zerstört worden, denn Zhu beherrscht die Rost-Rost-Frucht und ließ Zorros Yubashiri einfach verrosten. Auf der Thriller Bark fand er dann letzten Endes Ersatz, und zwar mit dem höherklassigen Königsschwert, dem Shusui. Das Shusui ist ein Schwert, welches Zorro auf der Thriller Bark nach seinem Kampf mit Ryuma von diesem überreicht bekam. Ryuma war ein legendärer Samurai und hatte es geschafft, sein Schwert in ein schwarzes Schwert zu verwandeln. Dies bedeutet, die Klinge des Shusui war nicht von Anfang an schwarz, wurde dies erst mit der Zeit. Eine Theorie momentan ist, dass ein Schwert schwarz wird, wenn dieses nur oft genug mit Rüstungshaki überzogen wurde und viele Kämpfe überstanden hat. Leider hat sich Zorro in Wano Kuni dieses Schwert vom Benkei klauen lassen. Oh mein Gott, wieso nur? Dann hätten wir noch Zorros Go-To-Schwert, sein Favorit, das Wado Ichimonji. Oder zu Deutsch, der eine Weg zur Harmonie. Welches ebenfalls zu den Königsschwertern gehört. Dieses Schwert war früher im Besitz seiner Kindheitsfreundin Kuina, doch als diese starb, gab ihr Vater Kushiro jenes Schwert an Zorro, damit dieser seinen und ihren Traum, der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden, erfüllen kann. Natürlich können wir uns hier schwer vorstellen, dass dieses jemals zerbricht, so dass er es austauschen müsste. Aber dies muss er vielleicht auch gar nicht. Zorro trainiert ja im Moment seine Schwerter vermehrt in Rüstungshaki zu hüllen, damit diese eben nicht mehr kaputt gehen. So würde er es auch mit seinem Wado Ichimonji machen. Möglicherweise schafft er es, das bislang weiße Schwert mit einer schwarzen Klinge auszustatten. Und bisher wissen wir nicht, ob es den Rang eines Schwertes verändern kann, sollte ein Schwert eine schwarze Klinge bekommen. Denn mit der schwarzen Klinge ist ein Schwert verstärkt. Somit sollte es logischerweise auch im Rang steigen können. Könnte Zorro also sein Wado Ichimonji zum Drachenschwert aufwerten, sobald er schafft, es konstant mit einer schwarzen Klinge auszustatten.
Damit hätten wir zwei von drei möglichen Drachenschwertern, doch eines fehlt da ja noch. Denn irgendwas muss ja auch das Shusui ersetzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Zoro das Shusui in Wano lässt, da es den Samurai sehr viel bedeutet. Bekommt aber von einem bis dato noch unbekannten Schwertschmied aus Wano ein neues Schwert, das mächtigste Schwert der Welt. Auch in der echten Welt gibt es ein Katana, welches so berühmt ist, dass es alle anderen Schwerter in den Schatten stellt. Und zwar das Honjo Masamune. Es wird als allgemeinhin stärkstes Schwert betitelt und der Name des Honjo Masamune leitet sich zum einen Teil von dem Mann ab, der es geschaffen hat, Masamune. Er gilt gemeinhin als der größte Schwertschmied der japanischen Geschichte. Seine Schwerter sind berühmt für ihre unvergleichliche Schönheit und ihre Qualität. Seine Handwerkskunst ist so berühmt, dass alle Schwerter, die er fertigte, seinen Namen tragen. Der zweite Namensteil des Honjo Masamune stammt von einem der Männer, die es einst besaßen. Honjo. Er war ein General für den Uesugi-Clan im Norden Japans. Während der vierten Schlacht von Kawanakajima, einer der größten Schlachten Japans, wurde Honjo von einem feindlichen Offizier angegriffen, der sich im Besitz des Honjo Masamune befand. Während des Duells wurde Honjos Helm in der Mitte gespalten. Doch er überlebte und gewann schließlich das Duell. Anschließend nahm er das Schwert an sich und seitdem trägt es auch seinen Namen. Dann gibt es noch eine weitere interessante Legende über das Masamune und diese handelt von einer Auseinandersetzung, die Goro Masamune mit einem anderen Schwertschmied und Konkurrenten Sengo Muramasa hatte. Beide hatten Schwerter gefertigt und waren dabei, deren Qualität zu testen, indem sie die Schwerter in einen Bach hielten. Muramasas Klinge schnitt alles, das sie berührte, vor allem Fische und Blätter. Masamunes Schwert hingegen schnitt nur die Blätter und nicht die Fische. Muramasa nahm dies als Zeichen, dass sein Schwert besser war und fing an, hämisch zu lachen. Allerdings hatte ein wandernder Mönch die beiden beobachtet. Er kam daraufhin zu ihnen und erklärte, dass Masamunes Schwert dem von Muramasa eindeutig überlegen sei, weil es nichts Unnötiges schneiden würde, da es Lebewesen verschonte. Dadurch, dass Muramasas Schwert alles schnitt, zeige es sein bösartiges, blutrünstiges Wesen, die Dämonenschwerter. Und diese Legende ähnelt doch sehr stark des Konzeptes in One Piece, welches wir momentan in Wano bekommen. Dass ein starkes Schwert zwar alles zerteilen kann, wie zum Beispiel Stahl, aber es nichts spaltet, was der Schwertkämpfer nicht möchte. Man könnte daran auch Kushiros Konzept vom Schneiden ohne zu spalten mit einbringen. Aufgrund all dieser Sachen bin ich mir sicher, dass Zoro ein Schwert bekommen wird und vielleicht übernimmt auch Oda direkt den Namen Masamune. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt mir eure Meinung doch in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben sowie einen Klick auf den Abo-Button. Wie immer wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.